herzlich willkommen zur neuen Folge von Titan. Und ja, wir haben die Artillerie freigeschaltet. Wir sehen hier, das ist der Striders Jet Troop System mit Vierfachraketen. Vorderschild, Raketensalve. Ich würde mal sagen, ich teste diese Runde jetzt mal diesen aus und dann werden wir gleich mal sehen, was dieser Titan kann. Und somit starten wir zur Runde 4. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß und dann wollen wir mal die Action sausen lassen. Wenn das Bild hier das ist, was es hier zeigt, dann haben wir wieder eine neue Karte. Und das darf ja wirklich geladen sein von Action. Also ich würde sagen, das mit den ganzen Titan-Angriffen wirklich klasse. Vor allem, dass man auch als normaler Sturmsoldat, solange die noch kein Giftgasverteilung haben, auch gegen so einen Titan eine Chance hat, indem man aufspringt und der eigentlich hilflos ist. Sofern er eigentlich gleich überrennt. Ja, ich werde dieses Mal den Attentäter spielen und die Artillerie als Titan nehmen. Und dann werden wir sehen, wo wir hier landen, wie wir in das Spiel reinkommen. Aha, wieder mit dem Schiff. Okay, und dann wird es los, jetzt wieder Fahrt. Okay, wir haben hier dieses, ich glaube, die Smart Pistol. Das ist die Knarre, die sich das Ziel selber sucht. Wenn wir versuchen mal die Wand hochzukommen in die. Wahrscheinlich ist das ja nicht so einfach. So, hier hat's geklappt. Oh, habe ich voll versagt. Das ist ein Ziel gewesen. Scheiße, das sind doch sicher Botzer, das kann nicht sein, dass ich so, die Leute so niedermähe mit dem Attentäter. Sie ist getan, kann ich auch mal. Ach du Scheiße. Ja, aber irgendwie ist das Attentäter wirklich krass, der Typ haut das Zeug weg. Ja, als Pilotenspawn natürlich. Ich glaube, ich habe so viele Tode habe ich nie gemacht, so viele Kills wie ein Attentäter. Das ist Smart Pistole wirklich krass, ey. So, ich würde sagen, da war was. Naja, okay. Dabei mache ich so viele Kills hier. So, ich dachte, einer verfolgt mich. Aber nicht ganz der Fall. Oh nein, eine gegnerische Titan-Waffe. Ja, ich habe nicht ganz geschafft. Ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal in den Titan rein und schnappen uns das Ding hier. So. Ja, wir können wirklich auch die Stress-Jumps machen. Schnappen wir uns den Typ hier. Ich glaube nämlich, der hat mich vorhin geschnappt. Ach du Scheiße. Ja, das war so. Ich habe nur wirklich geschnallt, wie ich so schnell aus dem Titan rauskomme. Manchmal geht's, manchmal nicht. Das ist ein bisschen tricky. Da muss man ein bisschen noch herausfinden, wie es genau funktioniert. Okay. So, dann gehen wir hier hinten durch und schauen, da sind welche Tote.
kann auch versuchen, den Titan zu bespringen. So, mit der Smart Pistol holen wir uns mal die Verteilung weg. Ah! Ja, es war so ein Moment, bis die Pistole kalibriert hat. Und in der Zeit ist es leider ziemlich leicht, das mich auszuschalten. Sonnentäter, was ist das Ende der Map? Da gehen wir hier durch. Ach du Scheiße. Ja, man muss wirklich warten. Der Attentat ist wirklich sau geil und sehr gut extrem. Sofern man wirklich wartet, bis er den Kopf kalibriert hat von den Zielen. Ah, sehr schön. Genau, was du machst da. So, dann wollen wir mal losmachen. Ich glaube, da vorne war jemand. Ja. Genau, Betonung war. Da ist auch jemand. Sehr schön für wir. Okay, dann würde ich sagen, wir sind Titan raus. Ich krieg so nicht hin. Geh. Aussteigen, eh. Ich bin überzeugt, dass der Typ das war, der meinen Titan auf dem Visier hat. Gut, dann habe ich mal. Das Bergenschiff? Mich verarschen, wo ist das Bergenschiff? Ach du Scheiße. Lass mich nicht alle wegkommen. Da war noch einer. Daneben. Ja. Ich weiß, wir haben ja gewonnen oder verloren. Ja, ich glaube, wir haben einmal verloren. Na gut, man kann nicht immer gewinnen. Aber wieder eine wirklich spannende Schlacht gewesen, muss ich echt zugeben. Jetzt haben wir hängen in dieser Folge gleich noch einen hinterher. Ich habe ein Level geschafft, mal schauen, was es jetzt Neues gibt. Aha, ich habe jetzt Herausforderung freigeschaltet. Ich hatte am meisten Punkte. Ja, ich glaube, der Attentäter ist geil. Sehr schön. Ja, gut. Dann würde ich sagen, jetzt geht's bald wieder los. Warte mal, Herausforderungen. Was haben wir denn hier? Genau, das allgemein. Ach so, das sind jetzt diese Punkte, die man schaffen kann. Okay. Ich hatte gar nicht gesehen, dass ich wirklich so viele Punkte hatte. Ich glaube, ich muss dann, wenn ich das Video mal fertig habe, dann selber mal anschauen. Ich habe tatsächlich die meisten Punkte anscheinend geholt. Einen aussteigenden Piloten ausschalten. Aha, okay. Ich frage mich, müssen die Sachen alle in einem Zug gemacht werden oder naja, leichte Beute. Oh gut, das sind die Grunts, die man ausschalten muss, okay. Jo. Nicht schlecht, nicht schlecht, würde ich mal sagen. Hier haben wir die gleichen Attentäter, gefällt mir, muss ich echt sagen.
Der Titan, ja, war nicht schlecht. Hat da ziemlich fette Bomben. Hat er Raketen hat. Und dann schauen wir mal, wie die nächste Runde ausfällt. Und man darf gespannt sein, was für Action-Lande Szenario wir dann haben. Ich glaube, das ist gerade dieselbe Karte nochmals, wie er vorhin war. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden es ja gleich sehen. Also wie gesagt, Untethered ist wirklich sehr gut. Man muss halt wirklich mit der Smart Pistol, wie schon beim Übungsmodus, abwarten, bis sie die Gegner ins Visier genommen hat. Und dann ist er ziemlich tödlich, weil sie halt wirklich aus dem Kopf geht. Ich nehme auch die Artillerie nochmal, weil es so gut war. Und hoffen, dass wir diesmal ein bisschen besser abschneiden. Oh, ein bisschen grüner Planet hier. Gut, und go. Autsch, das sah nach dem Knochenbruch aus. Ja, okay, ich bin hier ein bisschen falsch mit den Tastentouren. Finger verrutscht und da wollen wir mal. Was ist das? Also, das sind die Grunts jetzt. Was? So. Ich frage mich gerade, ob das wirklich so eine riesengroße Map ist. Na gut, das waren die Grunts. Sonst wäre die nicht so leicht zu töten. Okay, das war jetzt ein normaler Spieler. Und da hat er mich ebenfalls mit Smart Pistol weggeschossen. Also da sieht man schon, dass die Smart Pistol wirklich eine ziemlich starke Waffe ist. Sofern man ihr Zeit lässt zu kalibrieren. Das hatten wir ja schon mal. So, so viel dazu. Vielleicht hier an die Wand hoch und da hochkommen, genau. Ziemlich alles möglich. Ich sage mit diesen Doppeljumps wie der Jetpack ist schon wirklich cool. Ach scheiße. Genau jetzt. Ach sehr, danke. Wow. Ja, das war ein bisschen viel jetzt. Ich habe wirklich darauf gewartet, bis ich spawne. Oder komme, beziehungsweise. Dann werde ich es mal. Ja, genau, okay, in 6 Sekunden ist unser Titan bereit. In 6 Sekunden werde ich noch zu Fuß hier unternehmen. Jetzt hoffen, dass wir hier jemanden sehen. Ich gehe jetzt mal in Tarnmodus um. War aber ein bisschen früh, weil hier kein Schwein ist. Gut, dann werde ich mal, schauen wir mal hier. Gegnerische Titan. Sehr schön. Würde man sagen, machen wir mal ein bisschen Action hier. Hallo Titan. Oh. Keine Ahnung, wie das ging jetzt gerade. Hat mich erwischt. Aber gut, dann werden wir jetzt mal auch den erwischen. Boah. Es geht ein bisschen lange, bis man sieht eigentlich von wem der Titan ist. Na komm, schieß, 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 schieß. Ach du Scheiße. Ja, da hat mich wohl echt weggehauen, der Typ. Okay. Wo war der Typ? Oh, was ist das, ey? Nummer, aber noch haben wir Zeit, die Einzelnen fertig zu machen. Team,
Komm jetzt, wir machen jetzt doch platt. Oder nicht platt machen. Ah, okay, der hat mich jetzt gesehen. Na gut, dann würde ich sagen... Rock'n'Roll, Baby! Also jetzt schon, das Spiel macht mir auch ziemlich Spaß. Weil hier so Action geladen ist. Okay, aussteigen und tschüss. Sehr schön, okay. Das ging ja gerade noch gut. Ich würde sagen, ich nehme Zeit mal von nach vorne. War hier ein Titan gerade? Es ist vorbei, Jungs. Wir haben verloren. Kommt zur Basis zurück. Vergiss es, Pilot. Wird Titan verschwinden. Folge dem Hand zum nächsten Evakuierungspunkt. Los! Nein. War nicht gut, das war nicht gut. War gar nicht gut. Oh! Der hat mich gerade überrannt, ey. Ich dachte, ich komme ins Schiff rein. Das wäre auch mal Premiere gewesen, aber na gut. Ja. Das war wieder mal der actionreiche Folge der Titanfall. Mit diesen letzten Bildern bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Und lasst mir doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und durch sagen wir uns bei der nächsten Folge. Und wer weiß, vielleicht ist dann die auch ein bisschen erfolgreicher. Die ersten zwei Runden gewonnen, jetzt haben wir verloren. Ja, man kann nicht immer gewinnen. Na gut, okay. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.